Ja, meine Freunde, da sind wir mit unserer Schlacht gegen die verfluchten Zwerge. Ich dachte, man kann da so voll cool durch den Tunnel so durch. Und, aber gut, dann halt nicht. Da kam gerade schon wieder mein Schrank entgegen. Herzlichen Glückwunsch. Nein, die Skelette hier ein Stück weiter rüber. So, ihr noch da. Wirklich coole Fähigkeiten hat ja keiner von euch. Was ist das denn? Ach, ein Leichenkahn, das ist gar keine Nahkampfeinheit. Fernkampfeinheit. Ja gut. So, der rote Herzog. So, der kann das gar nicht. Ist ja deprimierend. Ah, du kannst das. Warum müsste er danach ranlaufen? Wie kann ich den jetzt abbrechen? Na toll, jetzt hat er das trotzdem gemacht, oder wie? Hat er das jetzt trotzdem gewirkt? Hat hoffentlich nicht auf sich selber, oder? Das war ja schlau. Nein, du jetzt nicht. Warum hat er die Hälfte seiner Leben verloren? Das ist ja jetzt lost. Und die fangen schon an, sich aufzulösen. Und er verliert ja erstmal voll viele Leben. Was tust du denn? So, dann greift mal an. Los, jetzt mach endlich ein untotes Regiment. Na? Das sind jetzt nur Zombies. Sehr deprimierend. So, dann dürfen die jetzt auch rennen. So, und unsere Nahkämpfer. Ne, unsere Fern. Ja, Grüne, ihr reitet direkt hier rüber. So, ihr auf den feindlichen General. Und ihr sollt uns die Tote geben. Bis jetzt wehrt euch doch bitte endlich. It is time. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na los. Oh, die Zwerge haben halt echt eklige Waffen.
als ob die alles hier echt schon wieder nicht schaffen. Gegen eine so eine dumme Einheit, ich fasse das immer nicht. Ich meine, das sind so viele gegen einen, ja. Und die schaffen es einfach nicht. Also die zwei müssen wir zurückziehen. Hallo. Cool, einer unserer Helden wurde vielleicht mal ausgelöscht. Ja, wundervoll. Die, Mortals, die! So, jetzt den Herzen müssen wir auch abhauen lassen. Das läuft ja wieder super wundervoll. I thirst. Life ends. Kann ja langsam hier echt nicht mehr sein. Wir müssen unsere Ritter wehren. Kann er sich selber wehren? Boah, dieser Streitwagen ist auch so schnell, ne? Hier schnappt euch diesen dummen Thorin. Na los jetzt. Oh Gott, das war echt schon wieder eklig. Na los, zermatscht die kleinen Zwerge. Halt nicht. So, das Regiment ist wieder frei. Hier haben wir noch Zwerge auf. Na gut. Cool, und die werden wir nicht bekommen. Na los. Bisschen mehr Effektivität wäre toll. Hier schneller. Wo ist die Einheit? Hier sind doch noch genug. Schnapp sie dir doch einfach. Wenn der ankommt, dann auf den hier. Diese Minitrupps überleben ja halt leider. Ja, verfolgen können wir ihn halt auch nicht. Daher müssen wir jetzt nochmal so viele Verluste mitnehmen wie geht. Ja, das lief wieder sehr erfolgreich. Wo ist der jetzt hin?
Then go. Er ist nicht weg, aber er ist auch nicht da. Check ich nicht. My bloodline calls. Komische Sache das. Ja, und das Problem ist halt hier mit dem Kemmler. Das ist halt hier diese... Ja, mir an sich wäre wahrscheinlich auch nicht das Problem. In Verbindung mit der Garnison hier können wir das halt leider vergessen. Oh, den 1 Meter schafft er jetzt nicht mehr. Hä? Was ist denn jetzt sein Problem? Wow, jetzt können wir ihn gar nicht mehr bewegen. Das ist ja auch sinnvoll. Na gut. Und wir sind schon wieder dran. So, Heinrich, möchtest du jetzt plündern gehen? Und so, einmal nach Altdorf. Da können wir ja so voll viele coole Einheiten mitnehmen. Er wollte schließlich den Krieg, nicht wir. So, den Nekromanten. Dann wie gesagt einmal weitersetzen. Und du hast nochmal einen Versuch. Wow. Okay, dann wird sie in der nächsten Runde auch sich der Armee anschließen. Obwohl, hier die verfluchten Felder bringen nochmal Geld. Genau. Ja, hier brauchen wir jetzt logischerweise eine Garnison. Weil hier halt direkt daneben die Zwerge sind. Das ist halt echt nervig. It is night. Strike out! I'll ignore that. Ready. Agreed. For now. Flight! I veto this! So, sind wir gleich mal einen von den Nervensägen losgeworden. Ja, da müssen die Zwerge jetzt halt dran glauben, sind sie selber schuld. Na gut, ihn müssen wir doch nochmal heilen schicken wahrscheinlich. Ist halt ärgerlich. Und viel ärgerlicher ist dieses dumme Chaos da unten. This better be important. So, der liebe Salvadoro. Okay, dann wenigstens zur Grenze kommst du aber. So, schafft er das? Ja, schafft er. Na dann darfst du einmal belagern. Okay,
this night. Wir müssen mal auf die Karte schauen. Nee, wir wollen die die diplomatischen Beziehungen hier. Das sind aber auch alles so ungeeignete Städte, um Armeen auszuheben. Also nirgendwo hier lohnt sich das ja richtig. Ja, wir könnten in Drakenhof noch mal eine Armee ausheben. Ready. The center of death is strong. So be it. Wir haben nicht mehr genug Geld. 8 Runden dauert das jetzt schon. Aber dafür ist das dann auf jeden Fall eine echte Boss-Armee. Dann heben wir in der nächsten Runde irgendwo noch so eine Lappen-Armee aus. Einfach nur, um den Zwergen ein bisschen weh zu tun. den Menschen meine ich. Oder den anderen Zwergen hier, den Angrund-Zwergen. Und unser Vasall ist tot und das Chaos damit wahrscheinlich gleich wieder auf dem Weg in unser Land. In unsere Lande. Oh Gott. Nicht gut. So, 2 haben wir noch offen. Okay, 7 Runden noch. Und dann in der Grenzstadt. Ja, ist ja eh nur. Ach ne, jetzt haben wir die im Mondland ausgehoben. Ja, dann haben wir die jetzt halt im Mondland ausgehoben. So, das Arkendorf bekommt jetzt wie gesagt eine Garnison. Du kannst ja schon mal hier hochlaufen. Yes. Ja, erstmal nur bis zur Grenze. Und dann gucken wir mal, wie stark ist denn die Garnison hier. Oh je. Ja. Strike out. Die Garnison ist. All shall know me. Die Garnison ist auf jeden Fall vorhanden. Oh Gott, was ist denn heute los? Ich bin total heiser. I know the way. Ja, die haben hier eine fette Garnison. Ich hätte hier eine noch fettere Armee. Mhm. Alleine schon der Krieg mit den Menschen ist. Unten mehr als nervig. You come bearing arms. Is it war? Greetings. We may not be the Empire. Na, immerhin schon mal ein weniger. Dann können wir Vlad zurücksegeln lassen. Wir müssen hier halt doch echt gucken wegen dem dummen Chaos. Das ist halt gar nicht cool, dass er jetzt noch existiert. Aber er kriegt wenigstens Verschleiß. My bloodline calls. So, Heinrich von Kemmler. They will serve. Na los. Armee Nummer 1. This better be important. Armee Nummer 2. Cease. Und Armee Nummer 3. Aber warum sind denn bei denen alles Burgen? Das andere müssen wir auch belagern. Das ist. Follow me. Das check ich nicht. Normalerweise hat man doch immer nur eine Burg in der Provinz. Ja, die 8000 nehmen wir mit. Wir können die ja trotzdem besetzen, zum Glück.
So, vampirische Korruption. Öffentliche Ordnung. Eine Garnison. Dann bauen wir eine Bibliothek, die bringen auch Geld. My Willow. Night March. So, Garnison. Dann weitere Armeen. Manfred von Karstein. Lass einmal nach Festung Oberstür laufen. Er ist jetzt auch ein Politiker, das ist ja nett. Ja, haben wir jetzt halt nicht genug Geld. Aber das kommt ja hoffentlich demnächst. Beziehungsweise kriegt er eh noch zwei zusätzliche Agenten. Weil wie gesagt, den werden wir nicht schaffen. Und er schafft es auch nicht, die öffentliche Ordnung zu kippen, also kann uns das eigentlich auch egal sein. So, Bretonia müssen wir vernichten. Die Zwerge sind zum Glück vernichtet. Ich hoffe ja, das Chaos greift die Zwerge demnächst an. Das wäre zumindest echt schön. A minion of von Karstein dares to come before me. Nee, da lässt sich scheinbar nichts machen. Greetings, stranger. Das ist auch schon unlogisch gemacht, wenn man überlegt, wie mächtig wir sind. Es ist echt dumm, nicht mit uns Frieden einzugehen. Und dann hier unsere ganzen Handelsressourcen, das bringt denen doch auch extra Geld. Da ist es auch dumm eigentlich von denen im Frieden nicht mit uns zu handeln. Aber gut. Seid jedem selbst überlassen. Ich verstehe halt jetzt nicht, warum wir jetzt hier beide belagern müssen. Weil ich wette, halt hier müssen wir dann auch wieder alles belagern, oder was soll das werden? Ne. Gut, die haben Bordeaux einfach niedergebrannt. Na dann. Und wir können wieder massenhaft Fähigkeiten verteilen. So, die unsterbliche Horde, dann heilen wir uns schneller. Eine tödliche Klinge. Auch für dich eine tödliche Klinge. Und Katharina wird schwer fassbar. Und dann müssen wir mal in die nächste Runde schauen. So, was will Bretonia? Nice. Kuschen jetzt halt auch nur, weil wir ihre Hauptstadt eingeschlossen haben, sonst würden die das auch nicht machen. Oder nicht ihre Hauptstadt, aber ihre Hauptarmee wahrscheinlich. Weiß nicht, wo deren Hauptstadt ist. Und schafft er es? Oder müssen wir wieder ewig belagern? Wir müssen schon wieder belagern. Warum? Warum müssen wir alle Städte von Bretonia belagern? Ich versteh's nicht. Welche waren? Mann, hier Kemmler wollte ich gleich mal. So, da ich Belagerung und Schlachten leider immer noch nicht kann. Darkness comes. Moving.
madness comes. The scent of death is strong. So, Montfort, öffentliche Ordnung. Und Eisen. Dann brauchen wir einmal unsere Agenten. So, liebe Isolde. Also wie gesagt, nach 4. Dann können wir noch 2 Einheiten rekrutieren. 1. Die Frage. Ja, alles ziemlich sinnlos. Na gut. So, dann unser Ivo. By all means. Destroy them. Seize of blood. Unstoppable. Shadows. What do you want? Wir laufen halt nur bis zum Rand. We are in agreement. Test me at your peril. At last. To the shadows. You dare. This suits my cause. Nee, die 3 Meter kann er dann doch nicht mehr laufen. Wir müssen ja halt aber auch nicht bei den Grenzgrafen plündern, die können uns erleiden. So, Victor. Okay, das kann er sogar schaffen. Menschliche Nacht, ja, haben wir. Gut, dann brauchen wir hier Vampirkorruption, würde ich sagen. Greetings on behalf of the Empire. Now, what brings you here? Guck mal, wir wollen ja nicht Angriffspakt. Dafür geben wir euch Geld. Wow. Achso. Öffentliche Ordnung brauchen wir, denke ich, hier. Zumindest sobald die Armeen weg sind. Kemmler. Was kriegst du, Kemmler? Ausweichen. Und Otto wird zum Herrscher der Toten. Ach nee, Odo. Na ja, gut. So, dann schauen wir mal, was die nächste Runde für uns bringt. Es ist verrückt. Then go. Night march. Destruction. Wipe them out. So, dann wollen wir gleich öffentliche Ordnung hier haben. Und Vampirkorruption. It is night. Very well. We are in agreement. What you ask is impossible. Oh. Lassen wir doch Odo gegen Odo kämpfen. Wäre ganz witzig, denke ich.
Let us make do. Ach, die sind sogar trotzdem noch happy. Na dann. Umso besser, würde ich sagen. So, Manfred. Ist jetzt hier, wie gesagt, noch den. Fügen wir sie einfach der Armee hinzu. Brechen wir die Einheit einfach ab. Und Manfred. Kriegt noch so ein... Zombies. Ivo muss ja jetzt angreifen können. No. The von Garstein. Ja, Vlad von Karstein. So, dann können wir jetzt nämlich endlich in sein Gebiet plündern gehen. Beziehungsweise dann auch hier die Städte angreifen, aber wir hätten ja halt Verluste. So, dann müssen wir nochmal unsere Provinzen durchschauen. Okay, Krone kann geupgradet werden. Okay, hier noch eine Stadt zum Upgraden. Ja gut, ich denke, eine von denen können wir doch abreißen. Wir können echt nichts mit unserem Geld machen. So, er sehe ich, hat schon eine Fähigkeit. Ja, Führerschaft. Wenn wir den Zauber wirklich mal einsetzen sollten. Ein Nekromant. Und du bist ein Vampir. Gut, schauen wir mal weiter. Nun, da kommt das Chaos auch schon langsam. Wir haben die echt nur die eine Armee. The spirits agree. Destroy them. Ja, schon wieder. It will be a mass grave. Also langsam macht das ja echt keinen Spaß mehr. Retonia ist zwar echt schnell besiegt, aber wie kann denn es sein, dass wir die immer belagern müssen? Eigentlich sollten wir die Schlacht mal selber machen, aber ich kann auch mal so eine Belagerung selber machen. Denke ich sinnvoller. Ja, spektakulärer. Aber wir hätten die echt selber machen sollen. Wow. Da konnte ja keiner wissen, dass wir Verluste einfahren. Strike out! Ja gut, Verschleiß bekommen wir jetzt hier überall. My will alone. Moving. More sleep shines. This better be important. Fight. Spread the rot. Find me, grave mouth. Ja, weil wir hier plündern. Es ist so dumm, dass wir einfach in unsere eigene Provinz plündern können.
Oder beziehungsweise, dass wir echt einen Schaden davon bekommen. Oder als ob unsere Leute unser Land angreifen würden. Und hast du gut gemacht. They will serve. Hat aber leider nicht für ein Level gereicht. What do you want? Ich möchte, dass du ganz, ganz schnell nach hier läufst. My bloodline calls. I am invincible. Also Vlad, ich möchte, dass du ganz, ganz schnell nach hier läufst. Weil wir müssen aufpassen wegen dem doofen Chaos schon wieder. Wipe them out. I will alone. All die. So, und ihr solltet schließt sich bitte der Armee an. Vier Runden noch. So, das ist fertig. Dann können wir das hier abreißen. Wir brauchen ja kein Provinzwachstum, wenn die Provinz fertig gewachsen ist. So, die Provinz ist auch fertig, also können wir das hier auch abreißen. Hier Tote erwecken.